wir beide und unsere zwei Gemmer. So, also wir haben zwei Gemmer. Und wahrscheinlich müssen wir hier auch hier... Oh mein Gott, okay. Leute, das wird wahrscheinlich richtig kompliziert hier. Und ich weiß nicht, ob ich dazu noch in der Lage bin. Aber ich glaube, dass das hier richtig kompliziert ist. Okay, machen wir das ja folgendermaßen. Ich stelle jetzt hier diesen Gemmer ab. So. Jetzt hole ich meine Augen... Nee, guck das mal alles an. Wir sehen jetzt hier eine Minigun da oben. Ja, wir sehen eine Minigun. Eine Minigun sehen wir da oben. Tja, also eigentlich bleibt uns ja nichts anderes übrig, als Plates drücken, Rekord. Jetzt nehmen wir diesen Gemmer weg. Wir merken, dass es nicht funktioniert. Nee, das klappt so nicht. Ich muss bis kurz, mich kurz ein bisschen sammeln. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Okay. Ich nehme das hier auf. So, wir nehmen diesen Gemmer weg. So, wenn er hier drauf geht, ist ja der Weg frei. So, das heißt also, wir machen einfach so. Dann wäre ich jetzt gleich in der Lage, da durchzugehen. Genau, machen wir das mal. So, stopp. Wir lassen ihn da tun, was er machen möchte. Ich nehme den Gemmer weg. Und er stellt ihn auf. So. Das mache ich so. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt startet man eine neue Aufnahme. Wie wir jetzt hier hingehen, diesen Gemmer wegnehmen und damit die Minigun ausschalten. Die Minigun ist ausgeschaltet und jetzt stellen wir uns hier drauf. Damit wären wir in der Lage, hier durchzurennen und die Minigun da auszuschalten. So, ich lasse mal ein bisschen warten. Aber also, die Sekunden müssten ausreichen. So. Problem ist jetzt nur, ich kann die Aufnahme nicht beenden. Doch, wir können jetzt diesen Gemmer wieder mitnehmen. Hier benutzen und die Aufnahme neu starten. So. Das heißt nun, ich renne jetzt hier durch, nehme den Gemmer weg. So, jetzt müssen wir warten, bis sich unsere Aufnahme hier draufstellt. So. Alter. Hingekriegt. Okay. Das ging eigentlich noch. Also es wird noch schlimmer. Oh, hier habe ich eine Abkürzung freigeschaltet. Nehmen wir die Abkürzung. Aber Leute, ey. Hammerhart kann das werden. Ohne Witz. Später, glaube ich, wenn du da einen gewissen Pegel an Alkohol erreicht hast, dann raffst du gar nichts mehr. So, was haben wir hier? Noch weitere Rätsel, schwere Rätsel. Zwei Stück hier an der Zahl. Aber das war schon nicht ohne. Jo, sie haben hier noch Farbe, sehe ich hier. Guck mal, dass wir nochmal eine Nachricht für unsere Freunde hinterlassen. Dass das jetzt langsam anfängt, total sinnlos zu werden. Nimm mal das. Ja, also ich sehe es draußen, ist immer noch hell, Kati. Und wenn Freddy losgeht, dann geht Freddy los, ne? Und so muss ja dunkel draußen sein. Das heißt, guckt immer auch schön aus dem Fenster. Und sobald es dunkel wird, dann werden wir auch Freddy spielen. Aber solange es noch hell ist, werden wir keinen Freddy spielen. So, was ist das hier? Wir könnten hier was rausholen. Holen wir uns doch mal hier das Stativ raus. So. Mit diesem Stativ können wir was anfangen. Wir könnten das da benutzen. Nee, auch nicht wirklich. Stellen wir das mal hier drauf. Dadurch geht der Ventilator hier an. So. Was bringt uns das? Gehen wir mal hier durch. Was finden wir hier? Eigentlich nichts wirklich. Damit kriegen wir die Tür hier auf. Oder hier auf. So. Weiß nicht, ob wir den hier brauchen. Stelle ich den mal hier drauf. Okay. Wenn man den drauf stellt, geht die Tür zu und es fliegt was weg. Nehmen wir den mal weg. Wenn er dort das Ding hier drauflegen. So.
Wir könnten jetzt diesen Würfel hier rüberwerfen. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber machen wir das mal. So, wo ist jetzt hingeflogen? Irgendwo hier hin. So, jetzt haben wir hier den Würfel. Brauchen da das? Okay, es hat uns irgendwie nichts gebracht. Haben wir die Würfel hier. Hilft uns das jetzt hier irgendwie weiter? Wir haben den Jammer. Okay, wir haben den Jammer. Das ist doch geil. Ja, wir müssen doch wieder rauskriegen können. Oder nicht? Oder doch? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Den Jammer brauchen wir wahrscheinlich irgendwo. Ja, wir können Sachen transportieren, wenn die auf einer Kiste stehen. Das heißt, ich brauche den Jammer da draußen. So. Jetzt wäre die Sache die, wir könnten das hier hinkriegen, indem wir das so machen. Indem wir den Jammer darüber katapultieren. So, gucken wir mal, wie das funktioniert. Miau. So. Dann gehen wir mal hier durch. Oh, hier ist Sackgasse. Gehen wir hier durch. Und hier rüber. Ich glaube, das müssten wir jetzt hinkriegen. Weil der Jammer ist jetzt ja auch hier drüben. Zack. Ja, das ist klar. Alter. Genau. Circa 21:30 oder 22 Uhr. Da wird es dann ungefähr dunkel werden. So, Rätsel haben wir gelöst. Auch gar nicht so einfach, muss ich sagen. Denn, ja, das war ein bisschen irreführend, da man nämlich gar keine rote Farbe braucht. Es war einfach nur, ja. Man braucht halt keine rote Farbe. Hinter dem eisernen Vorhang. Wir haben blau. Und Rot haben wir hier. Rot haben wir zur Verfügung. Dann würde ich sagen, nutzen wir doch mal das hier, was wir zur Verfügung haben. Und stellen das Ding hier hin. So, was bringt uns das? Wir könnten uns hier hochkatapultieren. Was gewinnen wir dadurch? Ja, nicht viel. Gucken wir mal hier unten. So. Das Ding jetzt hier hinstellen, bringt uns gar nichts. Du müsst also noch was hier draufstellen, erst dann geht da oben was weg. Ja, ich denke mal, wir müssen dieses Stativ da irgendwie rauskriegen. Das ist der Grund, warum wir das da aufstellen können. Und wenn ich beides da draufstelle, bringt es natürlich nicht viel, denn ich komme da nicht mehr ran. Das bringt auch nichts. Was verpasse ich hier? Den Würfel verpasse ich. Wir brauchen erst den Würfel. Okay. Das kriegen wir hin. Aha. Bevor das funktioniert. Kann ich hier draufstellen, glaube ich. Ja. Nehmen wir erstmal den hier weg. Packen den da drauf. Nehmen das Ding mit. So, zack. 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 Vielleicht dann so. Zack, zack, zack. Sehr schön. So. Und blau brauchen wir ja später. Nehmen wir den jetzt mit. Okay, wir brauchen rote Farbe dafür. Dann Kommando zurück. Rote Farbe. Rote Farbe. Wie kriegen wir die rote Farbe hier raus? Er hatte ja vorher eine Verbindung. Und zwar von hier aus. Wir hatten ihn so verbunden. So, jetzt kriegen wir den nicht hier raus. Doch, den kriegen wir hier raus. So, dann müsste das jetzt funktionieren.
hier hoch, hier runter und da drauf stellen. So, dann ist das Energiefeld weg. Jetzt müssten wir eigentlich in Lage sein, das Stativ hier rauszuholen. Denn so ein Stativ ist ein bisschen mehr wert. Hab nicht. Gehen wir erstmal dahin. Wir wollen das Stativ da rauskriegen. Okay, ist fast hätten wir es gehabt. Jetzt hänge ich gerade fest. Weil man kann sich dieses Spiel leider nicht ducken. Man kann sich hier nicht ducken. Ich will hier auch nicht runterfallen. Wird so nix. Okay, anscheinend wird das nur was, wenn ich noch einen Stein mitnehme. Versuchen wir's. Tauschen mal so zwei Steine ein gegen ein so ein Gerät. Testen wir es. Vielleicht kriegen wir... Ne, den Stein kriegen wir auf keinen Fall mehr weg. Okay, testen wir es mal. Was? So. Vielleicht klappt man es doch trotzdem. So, jetzt müssen wir an den blauen. Wo war der blaue nochmal? So. Ja. Die Steine werden wir da nie wieder rauskriegen. So. Blau. Verbinden wir erstmal rot mit rot. Jetzt müssten wir normalerweise den da nehmen. Wird aber nichts. Okay, andere Frage. Kriege ich irgendwie nochmal einen Stein raus? Aber andersrum bin ich genau vom selben Problem. Zack, zack. Nix. Moment mal, den brauche ich nicht mehr. Alles klar, Leute. Ich glaube, ich hab's. Den brauchen wir nicht mehr. Ja, können wir da liegen lassen. So, du. Hier. So, brauchen wir jetzt unseren zweiten? Nein. Zack. Zack. Alter. Leute, kriegt da mit. Kriegt da mit. Da kocht der Geld. Das Gehirnschmalz. Der Schmalz. Der Gehirnschmalz. Hört sich komisch an. Ja, ich bin kurz am Kühlschrank. Ich bin aber gleich wieder da. Alter Schwede. Also das war ein Rätsel, ohne Witz. So, da bin ich wieder.
Cam Majorca wieder an. Kurz am Kühlschrank gewesen. So, wie viele Rätsel haben wir denn hier noch? Wir haben noch ein schweres Rätsel hier. Und immer noch eine blaue Farbe, die wir hier rauskriegen müssen. Und können wir noch einen Ventilator ranbringen. Ja, wo ist denn das letzte Rätsel? Hier. Die Gasse der Druckplatten. Ich glaube, es ist ein komplizierter aus, aber wahrscheinlich kriegen wir auch hier das blaue Signal für den Turm her. Wir müssen das irgendwie hinbekommen, ein so ein Ding rauszubekommen. So ein Stativ. Dann könnte man das vielleicht hier hinkriegen. Mit der Lösung hier. So. Gibt es ein Aufnahmegerät? Alles klar, hab ich schon fast gedacht. Okay, Leute. Also ab hier wird es richtig kompliziert. Okay. Also Ziel ist es, wir müssen da oben. Also Ziel ist es, wir müssen hier. Ey, so haben wir einen coolen Überblick. Wir müssen hier einen Würfel drauflegen und ein Stativ. Das ist das Endziel. Damit wir dort wahrscheinlich das blaue Ding aktivieren können. Jetzt nur die Frage, wie wir da hinkommen. Wir könnten auch das verursachen, dass das Ding sich auf jeden Fall selbst aktiviert. Dass es aktiviert bleibt. Ist ja aktuell noch nicht der Fall. Okay. Versuchen wir uns mal hier was zurechtzubauen. Das bedeutet, wir brauchen einen echten Würfel hier. Allerdings müsste das Ding erstmal aus sein. Das ist ein Problem, ne? Wenn beides. Das funktioniert. So. Wir legen also den hier drauf. So. Jetzt brauchen wir gleich. Ja, wir bräuchten jetzt jemanden, der für uns hier drauf geht. So, das ist blau, ja? Blau. Blau ist schon mal gut, dann kriegen wir auch den da aktiviert. Oder es kann sein, dass wir noch was benötigen, was wir nur da rausbekommen. Ach Gott, das wird kompliziert. Ich schwör's. Gut, folgendermaßen. Wir starten unsere Aufnahme. Wir nehmen das Ding hier weg, stellen uns hier drauf. Nee, dann lassen wir es auch da stehen. So. Wir lassen es da stehen. Jetzt gucken wir mal, dass das Ding sich selbst hier aktiv hält. Dass diese Tür zubleiben kann. Der Stein soll da bleiben. So. Starten wir mal die Aufnahme. Den nehmen wir weg. So. Jetzt verbinden wir den mit den und stellen den da oben drauf. So, damit haben wir schon mal eine Sache geschafft. Aber ich vermute einfach mal, dass wir jetzt nicht mehr genug Möglichkeiten haben, um hier durchzukommen. Ja, das heißt, das muss man zuerst machen. Oh, Leute, das ist schwer. Das ist richtig schwer. Also der Weg ist frei. Jetzt müssen wir nur noch durchrennen können. Also hier gibt es ein bisschen mehr, was wir beachten müssen. Okay. Start mal die Aufnahme. Nee. Start mal die Aufnahme. Jetzt lass ich nochmal hier draufstellen. Für 10 Sekunden. Hier reicht. Fuck. So. Jetzt nehmen wir hier alles weg. Und werden erstmal den Weg sichern. Natürlich müssen wir das alles jetzt zusammensetzen später. Oh Gott, ist das kompliziert. Okay. Alles sachte. Alles ganz sachte hier. So, wie kriegen wir es am dümmsten hin? Stellen wir es mal hier drauf. Nehmen wir das Ding. Stellen es da drauf. Nehmen wir noch das Ding. Und stellen es hier drauf. So. So. Finden wir hier noch irgendwas, ist die Frage. Oder? Ne, wir haben nur das. Okay, das ist richtig, richtig schwer. Okay. Also wir müssen quasi so starten, dann alles zusammensetzen. Es wird aber so noch nicht ganz funktionieren. Denn eine Sache bleibt ja zurück. Und wir bräuchten alle drei Sachen da oben. Das heißt.
Das heißt quasi, dass ich dann hier durchrennen muss. Und gleichzeitig... Oh, Leute. Wie machen wir das? Ich könnte jetzt meine Aufnahme sagen. Die soll sich hier draufstellen. So. Dann würde er den Würfel da nicht durchkriegen. Und man müsste ja auch zuerst mal ja hiermit anfangen. So. Und zum Schluss müsste er sich hier draufstellen. Oh Gott. Mein Kopf. So. Passen wir nochmal zusammen. Hier haben wir auch ein Tor. So. Um da hinzukommen, müsste ich erstmal quasi hier schon durchrennen. Ich müsste dann quasi hier warten und meine Aufnahme macht den Rest. Jetzt die Frage, wie kriegen wir das hin, dass meine Aufnahme den Rest macht? Eigentlich ist es nicht möglich. Verdammt. Ich hab mir wieder ein. Also ich bin hier gerade ein bisschen am Verzweifeln. Ich muss jetzt überlegen, wie kriegen wir das hin? Ich muss quasi jetzt hier was zusammensetzen und gleichzeitig meine Aufnahme befehlen, hier über die Dinge rüber zu gehen, damit ich durchkomme. Und ich brauche zum Schluss auf jeden Fall... Dort muss der echte Würfel liegen, das echte Stativ und der echte Ventilator. Nur so funktioniert das. Wenn ich jetzt also hier alles wegnehme, dann hilft mir das nicht weiter. Ich nehme jetzt hier alles weg. So. Dann wäre man immer noch nicht in der Lage, irgendwas zu machen. So, nehme ich das auch weg. Und das brauche ich auch. Also erstmal muss ich hinkriegen, dass der Ventilator wieder da ist. So, mit dem Ventilator beginnt alles. So, der wird erst gestartet, sobald der eine Stromverbindung bekommt. Oder eine Lichtverbindung. So, jetzt die Frage, wie befördere ich mich da hinten hin? Ohne da jetzt was wegzunehmen. Mensch, Skinners. Ja, eigentlich nur, indem wir ein funktionierendes System auseinanderreißen. Guck mal kurz in mein Glas, wie spät das ist. Gleich ist es soweit. Muss doch hier irgendwas übersehen, Leute. Gut. Probieren hilft über Studieren, sage ich immer. So. Das Endresultat soll so aussehen, dass die verbunden sind. So. Das heißt, ich befehle meine Aufnahme, das Ding wegzunehmen, sich hier draufzustellen, dahin zu stellen. Das ist auch dumm. Egal. Stellen wir uns hier drauf. Okay. Eine Aufnahme müsste jetzt aber mich auch noch hier durchbringen. Während alles gerade funktioniert, kann ich es ja auch nicht auseinanderruppen. Es geht nicht. Während alles funktioniert, kann ich es nicht auseinanderruppen. Das heißt jetzt hier zum Beispiel, wenn ich ihn jetzt hier reinlasse, ich kann da selbst nichts machen. Ich müsste mich ja selbst hier draufstellen. Ich kann ja nichts machen. Das heißt, nur ich wäre jetzt in der Lage, die echten Sachen dort wegzureißen, indem ich hier reingehe. So. Jetzt kann ich höchstens das hier wegnehmen. Könnt ihr hier drauflegen.
So. Aber er kommt, meine Aufnahme kommt auch nie wieder da rein. Ist er denn? Ich setze das Ding zuerst hier hin. Ne? So. Wenn ich jetzt die Aufnahme starte, das Ding wegnehme, dann geht das Ding auch aus. Gut. Dann sagen wir mal, ich nehme das Ding weg. Und lege das hier hin. So, dann nehme ich das hier weg. Und lege das hier hin. Dann nehme ich... Haben wir schon weggenommen. Das hier auch weg. Und lege das hier hin. Dann lasse ich mich selbst hier durchlatschen. So, jetzt muss ich kurz warten, bis ich da durchgelaufen bin. So, müsste ja funktionieren. So, jetzt ist er da durchgelaufen. Jetzt nehme ich das hier da weg. Dann nehme ich das weg. Ja, und jetzt habe ich immer noch das Problem, dass hier niemand draufsteht. So, ich habe irgendwo einen Fehler drin in meiner Logik. So. Das heißt, ich bin jetzt leider nicht in der Lage, hier alles hinzupacken. Denn das Ding ist immer noch aktiv. Aber die Idee ist schon mal da. Aber ich muss... Meine Aufnahme muss es schaffen, hier hin und her zu laufen. Er muss es schaffen, das Ding auch wieder auszuschalten. So. Weil er macht euch alles unterbrechen. Ich komme jetzt hier zwar durch, aber das Ding fährt nicht wieder hoch. Oder sehe ich das falsch? Das Problem ist ja, das Ding fährt nicht wieder hoch. Das ist momentan mein Problem. Das Ding muss wieder hochfahren. Das heißt, eigentlich fehlt mir was. Ein Gegenstand fehlt mir. Ich bräuchte einen weiteren Gegenstand. Okay. Weil man muss hier hin und her laufen können. Das heißt, hier muss was drauf stehen bleiben. So. Also nochmal. Moment. So. Ich starte die Aufnahme. Ich stelle mich hier drauf. Stelle mich hier drauf. Ich baue in der Zeit das Gerüst wieder zusammen. Das könnte funktionieren, Leute. Ich baue jetzt gerade das wieder zusammen. Dafür lasse ich mir jetzt 35 Sekunden Zeit. So, ich habe das jetzt hier zusammengebaut. So, dann nehme ich jetzt hier alle Teile, die ich finden kann, und stelle die hier auf die Plattform. Auch das Ding nehme ich mit. So, jetzt lasse ich mich gerade selbst hier rein. Das heißt, der echte Marco muss jetzt gleich das System da zusammenbauen. Und er bleibt hier drauf stehen. Sagen wir mal bis eine Minute 15. So, jetzt kann er wieder zurücklatschen. Und einfach die Maschine wieder starten. So. Ich gehe jetzt hier rein. Und ich baue die Maschine wieder zusammen.
baut die Maschine nicht zusammen. Okay, neue Idee. Die Maschine bleibt unangerührt. Ich starte nochmal eine Aufnahme, er soll sich hier draufstellen. Dumm, die dumm, die dumm. Sagen wir mal 10 Sekunden. So. Die Maschine bleibt auseinandergebaut. So. Die ist nicht zusammengebaut. Wunderbar. Aber ich brauche das Ding. So. Jetzt wird das folgendermaßen funktionieren. Wir starten die Aufnahme. Er stellt sich hier drauf. Genau, er stellt sich hier drauf. Und baut die Maschine. Ich baue selbst die Maschine dort zusammen. Ich lasse mir jetzt circa. Ja, sagen wir mal, bis 25 Zeit, die Maschine zusammenzubauen. Ich baue jetzt dort die Maschine zusammen. So, ich baue mir jetzt die Maschine zusammen. Jetzt bin ich damit fertig. Jetzt nehme ich alle Teile. Und baue die. Einfach hier, damit ich hier durchgehen kann. So. Den Ventilator. Hier hin. Und jetzt stelle ich mich hier drauf. So, jetzt warte ich, bis meine Person hier durchgeht. So. Sagen wir mal, jetzt bin ich hier durchgegangen. Ich gehe wieder zurück. Und schalte die Aufnahme aus. So. Jetzt heißt es, jetzt müssen wir ganz schnell die Kacke hier zusammenbauen. Zack. 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 Wir bauen jetzt hier das, was wir haben, das, was wir haben und das, was wir haben. Und setzen das da oben drauf. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass unsere Aufnahme alles macht. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Vielleicht bin ich ja gar nicht so blöd. Guck mal, ob das funktioniert. So, einmal. Ja, hast du gut gemacht. Sehr gut. Vielen Dank. Alter, Leute. Alter, geschafft. Alter, das war richtig schwer. Und ich habe oft Alter gesagt. Aber das war wirklich schwer. Das war wirklich schwer. Mit so vielen Türen und den paar Teilnehmern hat,